Vielen Dank, Team Milus. Und es geht auch gleich weiter. Und zwar mit dem Team Open Button. Genau, das besteht aus Nicolas, Stella, Justus, Frederik, Christopher und die Mentorinnen waren Martin und Caro. Genau, wir überlassen euch die Bühne. Viel Spaß. Okay, ja, unser Thema ist der Open Button und der wurde auch ja, unterstützt von Caroline und Martin, wie wir hier sehen. Und unsere Themen, die wir jetzt hier vorstellen, ist einmal, was ist der Open Button überhaupt? Brainstorming, Hardware und Software. Tut uns leid. Der Open Button ist sozusagen eine Open Source Version des Amazon Buttons, Dash Buttons und Befehle können halt leicht werden über Bluetooth gesendet und dann kann man mit jeglicher Schnittstelle die Befehle annehmen und weiterverarbeiten. Der Open Button ist über einen Lithium-Ionen-Akku betrieben, den man über USB aufladen kann. Und wir haben dafür eine Platine gebaut, mit der man den Akku sicher über USB aufladen kann. Und im Button selber drin ist einmal ein Mikrocontroller, der die Bewegung vom Joystick per Bluetooth an den PC sendet. Und auf dem PC ist dann ist eine Software, die dann die Bluetooth-Signale empfängt und zum Beispiel Tasteneingaben simulieren kann. Unsere Arbeitsaufteilung war, dass Christopher das Design übernommen hat. Justus, Nicolas und ich haben das JavaScript übernommen und Justus und Nicolas haben den Arduino programmiert mit C++ und Frederik hat die Hardware. Die ursprüngliche Idee vom Open Button kam uns durch ein Video von einem YouTuber namens Skates702. In diesem Video war er auf einem Hackathon und ein Freund von ihm hatte einen Xbox-Controller und mit dem hat er dann Git-Push-Git-Zeug gemacht, also Befehle mit einfachen Bewegung ausgeführt und das habe ich als Idee vorgeschlagen und es wurde durchgesetzt wegen einem Meme, also haben wir ein Bild davon? Ja, wegen einem Meme, make me sandwich, what? Make it yourself, sudo make me a sandwich, okay. Das kommt von Linux, wo sudo der Admin-Befehl ist, womit man alles ausführen kann. Okay, wir hatten eine Schatulle, wollten wir eigentlich ursprünglich mit dem 3D-Drucker drucken, doch unser erster Versuch war eher ein weißer Klotz. Nun ja, das ist nicht so gut gelaufen. Unser zweiter Versuch war dann die Schatulle war zu klein und letztendlich haben wir uns dafür entschieden, mit dem Lasercutter das auszuschneiden, das Holz auszuschneiden und dann mit zusammenzukleben. Ja, als kleine Demonstration können wir unsere PowerPoint mit unserem Open Button, den wir hier sehen, steuern. Und wenn wir den bewegen, können wir die PowerPoint steuern. Und das haben wir mit Node.js gemacht, der einfach Tastendruck simuliert. Und ja. Und dann nochmal Danke an Benny, der uns das Icon da erstellt hat.